Lauf mal. Moment. Atme mal ein bisschen. Ich habe hier ein Tuchproblem. So. Mach mal dein Tuchproblem. Guten Morgen, Frau Dinnert. Entschuldigung, ich filme hier. Entschuldigung, ich filme hier. Können wir bitte einfach hier Schnorre oder so heißt das? Guten Tag. Herzlich willkommen bei Christian Dinnert Automobil aus der schönen Schweiz. Ja, heute geht es wieder mal um Leistung und Kaffee. Ich brauche schon ein Käffchen. Ja, Leistung für einen Renault Clio, MK, keine Ahnung, auf jeden Fall so ein 1,2 DCI heißt das Ding, glaube ich, mal gucken. Ja, ist es genau. DCE, oh ja, DCE 120 PS, 205 Newtonmeter, Serienwerte. Wenn sie in der Nähe ist, habe ich immer Angst, darum kann ich nicht frei reden. Schön, ja, die Arschbackis so locker lassen. Oh. Gut, also geht um Renault Clio. Ihr werdet das Fahrzeug jetzt gleich sehen. Wir machen schon das Intro hier drin, weil draußen ist kalt und kalt mag er nicht so. Auf jeden Fall eben 120 PS, 205 Newton, bekommt eine Stufe 1 von McChip. Plus, minus 15 PS, 25 bis 30 Newtonmeter. Jetzt kann man natürlich sagen, das sei wenig. Ist so. Von den reinen Zahlen her ist es nicht viel. Jedoch, ich habe es euch schon ein paar Mal versucht zu erklären, bei uns oder für mich ist nicht entscheidend, wie viel man machen kann, sondern wie sich das nachher fährt. Weil, sage ich unseren Kunden auch immer, kein Mensch fährt Zahlen, sondern wir fahren Emotionen. Ne? Und darum geht es. Also, ich verspreche mir da einiges, weil das Fahrzeug läuft original schon, muss man sagen, nicht schlecht. Oder? Ja, ich mag es auch, Josephine. Hm. An dieser Stelle liebe Grüße. Genau, also der Renault heißt Josephine. Ja, unsere Renaults bekommen immer ein bisschen Namen hier bei uns. Grüße bitte. An wen? An Natascha? Josephine. An Josephine? Ah, an Frau Josephine. Ja, ja, Grüße hier nach Deutschland. Ja, gut, also. Schlabrowski. Das war jetzt ein Insider, Frau Schlabrowski. Genau. Gut, also komm, wir gehen raus, schauen uns das Fahrzeug mal an, gehen fahren damit. Aber war eine Zeitenmessung. Ich bin gemerkt, ich bin ganz stolz auf dich. Natascha? Ja. Ja, es war die erste Frau, die bei uns einen Renault Megane Trophy RS gekauft hat. Normalerweise sind das ja nur Kerle. Da finde ich super, wenn Frauen mal so was fahren. Schön. Super. Also gehen wir raus oder was? Wir gehen raus, wir schauen uns das Fahrzeug an und gehen fahren, machen eine Zeitenmessung, machen eine Leistung und machen eine Zeitenmessung nachher. 80, 120. Ja. Schauen wir mal, was passiert. Gut, kommt mit. Gelassen, der Vollspacken. Vollspacken eingetroffen. Gut, also wir sitzen hier im Renault. Haben ein bisschen warm fahren müssen, den Kleinen. Was machen wir im dritten? Ja, versuchen wir. Sie haben da was also passiert. Im dritten könnte schwierig sein. Ja, bitte, bitte, im dritten. Komm schon. Ja, geht. Süß. 7,5. Aber süß. Fast in Sitzen schallert. Süß. Weißt du, es ist im vierten besten. Ich versuch's nochmal. Die mit dem Verkehr hinten werden uns sowas von hassen immer. Los. So, vierten Vollgas. Du wirst schon. Ich bin voll und das Pedal to the Metal. Noch schlimmer. Nee. 9,0. Das, in der Ruhe liegt die Kraft, nennt man ungefähr. Was haben wir gehabt beim ersten Mal? 7,5? 7,5. Also man merken uns 7,5 im dritten Gang. Ne? Wichtig, weil wir vergessen das wieder. Müsst ihr euch das passiert dann nicht. Nee, gut. Also wie gesagt, 7,5 im dritten, 80, 120. Bei diesem Fahrzeug ist glaube ich jedem bewusst, dass Was ist denn das hier? 100, 200 keinen Sinn macht. Der hier ist so ein Eco-Knopf. Ist jetzt im Eco gefahren? Nee, jetzt ist Eco. Eco off. Na, hier kannst du nachschauen, ob der hier, ob hier schaut der Gretchen drauf. Ist halt grün. Ob, ja, schön. Ob wir zu viel hier, verstehst du? Kenn mich doch nicht aus mit der Scheiße. Darf ich das überhaupt sagen? Öffentlich? Oder werden wir jetzt auch zensiert? Ist dein Kanal, was du willst. Na eben nicht. YouTube schaltet ja am Laufmeter-Kanal ab im Moment. Ja, aber das macht es ja nur bei Corona. Nee, darfst du auch nicht sagen. Doch, Corona darf ich ja sagen. Du darfst nur stehen Corona sagen. Ah. Denn, also keine Fakten.
Nein. Also wir sagen jetzt nichts dagegen. Gut, okay. Genau. Also wir gehen jetzt zurück. Schwierig, diese Welt, wirklich. Ja, auch schön, Corona schmeckt mir gut. Aber ein schönes Grün, schau mal. Findest du? Ja. Ich kann mit grünem Stab. Doch, finde ich schönes Grün. Ich muss ja grün. Irgendwann meine Freundin hat grüne Augen. Ehrlich? Grüne Augen, frische Natur von der Liebe, chemisch. Schaust du ein bisschen wenig in die Augen, ne, merke ich. Jetzt wird zu weit oben. Gut, also zurück zum Thema. Wir Renault, fahren zurück. Wir fahren jetzt in Betrieb und machen hier die Leistung drauf. Wir haben aber noch ein bisschen Stau. Also wir haben noch zwei andere Fahrzeuge, die fertig werden müssen zuerst. Und dann kommt der Renault dran. Also bis gleich. Wo ist er denn? Dynamisch. Morgen. Ein bisschen lauter drin. Immer wenn du sagst dynamisch, kommst du angelaufen wie eine Schlaftablette. Was? Lass laufen. Machen wir mal ein richtig dynamisches Intro. Bitte dynamisch jetzt. So. Komm mal jetzt. Das ist dynamisch. Nein, mein Knie macht Schmerzen. Scheiße. Das war nicht schlecht. Gut. Erzähl mal die Story. Also, ja, wir sind ja im Film von Josephine. Josephine heißt sie, oder? Ja, Josephine, nicht Jacqueline. Ja. Und nicht Chantal. Josephine. Ja. Josephine haben wir jetzt geschrieben. Leistung ist drauf. Wir gehen jetzt miteinander fahren und schauen, was hier passiert. Wir haben ja Zeitmessung gehabt. Wir hatten 7,5. Ja 7,5, genau. Im dritten. Ah, im dritten, oder? 7,5 ja. Im dritten. Gut. Ja, gehen wir mal schauen, was die Josephine jetzt macht. 9 irgendwas im vierten übrigens. Wahnsinn, oder? Ja. Ja gut, also wir gehen gucken, kommt mit, gehen wir schauen. Läuft man schon? Oder laufen wir schon? Ja. Kamera läuft, ja. Wir fahren hoffentlich. Wir fahren, wir sind jetzt gerade auf dem Weg auf die Autobahn für die Messung danach. Mal gucken. Man meint zu spüren, dass das Fahrzeug schön am Gas hängt. Aber gut, ist immer schwierig. Ist natürlich jetzt auch nicht 500 PS mehr, ne? Aber sind schon noch lustig, die Kisten hier. Die fallen mir. Du bist eh, ist mir aufgefallen, immer mal ein Kleinwagenfreund. Ja, ne, weißt du, so die Preis-Leistung von so einem Ding ist halt schon geil. Ja, überholt. Überholt. Ja. Überholt einfach. Ja, super. Richtig gut. Tipptopp. So. Versuch mal abzubremsen im dritten. Hm? Bist du ready? Ja, mach mal was. Und lass den mal vorbei. Sein Ding hier hoch an. Ah ne, stopp. Scheiße jetzt. Jetzt. Ja, jetzt kommen hier Smart und Gedöns. So. Hui! Schau mal! Also, 6,6! Also, was? So interessant auf jeden Fall. Warum denn? Wir hatten 7,5. 7,5? Ja. Wir sprechen hier nicht von 50 PS oder 80 PS oder das ist ja das, was 100 ich den, Newton. Das ist das, was ich den Leuten immer versuche zu erklären. Es geht nicht um die Zahlen. Liebe Leute, begreift das. Es geht nicht um die Zahlen. Wenn jemand euch erzählt, er kann 500 PS machen, es ist das schön auf dem Papier. Aber die Frage ist, wie fühlt es sich an? Wie fährt es sich? Das ist das Entscheidende. Und nicht, wie viel Leistung habe ich. Jetzt mal gucken. Im vierten kannst du ja schön durchziehen. Oder? Es geht darum, wie fühlt sich sowas an. Jetzt aber wir haben Messung im dritten, ne? Genau. Ja, schön. Wurde es noch nie eingefahren, wir wissen nicht, was für ein Sprit hier drin ist. Wir haben keine Ahnung. Aber Josephine noch nie getankt? Nee, ist Josephine ist ja drei Viertel voll. Oder? Ja, also Renault Clio, 0,9 Verbesserung. 95 hat der drin gehabt. Ich glaube, wir haben sie ja belehrt, ihr habt hier die Vorbesitzerin über den Sprit. Ja. Ja, ja gut, also auf jeden Fall haben wir knapp eine Sekunde Verbesserung. 80, 120 mit dem Renault Clio. Original haben die ja nicht 120 PS, sondern 118 auf dem Papier. Und wie gesagt, es sind ja nur knappe, was sind's? 15, 20 PS und irgendwie 25 Newtonmeter oder so, die angegeben werden. Aber man sieht, auch diese kleinen Verbesserungen bringen einiges an
Zeitenverbesserung und vor allem Feeling. Ne? Ich bin krass überrascht. Um das geht's. Gut, wenn ihr was braucht, Autohandel oder natürlich auch unsere Aufbereitungs-Crew oder irgendwie natürlich Leistung Fahrwerk. Denkt dran, wir haben jetzt noch im Dezember, sieht richtig schön durch, im Dezember 25% auf MacChip-Leistungssteigerungen Stufe 1, MacChip-Leistungssteigerungen, genau, also Software. Und wir haben dann noch ein Gewinnspiel laufen, wo ihr 50% des Kaufpreises der Leistung zurückbekommt. Ist bei uns auf der Webseite veröffentlicht und Facebook und überall. Und ja, das war's, Original Fahrtmanit. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Tschüss, Kim.